Meine lieben Geschwister, ich grüße euch herzlich im Namen Jesu Christi. Ist dieser Ort nicht wunderschön? Dies ist ein Teil von der Stadt Tokio in Japan mit See und Wasser. Eine sehr herrliche Ansicht zum Betrachten. Tokio ist eine sehr schöne Stadt, die eine Großstadt ist. Eine große Stadt mit mehreren Gebäuden. Seht ihr die Brücke hinter mir? Und der Turm heißt Sky Tree. Ein ganz hoher Turm, man kann die ganze Stadt besichtigen von dem Turm. Nun wissen wir, wie groß die Stadt Tokio eigentlich ist. Ihr habt bestimmt alle Fragen und seid neugierig zu wissen, warum dieser Turm gebaut wurde. Tokio ist in einer Region, wo es die ganze Zeit mit Erdbeben behaftet ist. In diesem Turm sind Instrumente, um zu beobachten, wann Erdbeben eigentlich geschehen, weil in Tokio die ganze Zeit Erdbeben passieren können. Viele Menschen besuchen dies, insbesondere Touristen, benutzen dies als ein Spektakel und wird von mehreren Menschen besucht. Deswegen ist die Stadt Tokio eine besondere Stadt in Japan. Das Wort Gottes für heute befindet sich in 2. Chronik, Kapitel 15, Vers 7, ist wie folgt. Ihr aber seid getrost und tut eure Hände nicht ab, denn euer Werk hat seinen Lohn. Mein Sohn, seid getrost, hab keine Angst, denn dein Werk hat seinen Lohn. Vielleicht denkst du, wie ich mich auch bemühe, da geschieht nichts. Mein Ehemann arbeitet sehr hart an seinem Betrieb. Wir haben nur Unkosten, wir haben überhaupt keine Gewinne. Vielleicht denkst du so. Meine Tochter und mein Sohn lernen hart für ihre Prüfungen, dennoch haben sie keinen Erfolg in der Schule. Ich arbeite sehr hart im Dienste des Herrn, habe das Evangelium mehreren Menschen mitgeteilt. Dennoch kriege ich keine einzige Seele in der Gemeinde. Viele von uns sind sehr enttäuscht, weil sie ihren Werken entsprechend den Lohn nicht erhalten. Stellt euch nun mal das Beispiel von einem Bauern dar. Er bemüht sich im Feld den ganzen Tag und dann bekommt er keine Ernte. Genauso seid ihr vielleicht in einer ähnlichen Lage, wo ihr sehr hart gearbeitet habt und für eure Werke keinen Lohn erhält. Der Herr sagt, seid getrost. Sei nicht enttäuscht, denn deine Werke werden belohnt. Vielleicht denkst du, dass du bis jetzt nichts bekommen hast. Deine Werke werden belohnt. Seid getrost und tut eure Hände nicht ab, sagt der Herr. Deswegen sei nicht enttäuscht. Der Herr gibt dir dieses Versprechen heute für deine besondere Lage, in dem du dich befindest. Für uns Prediger ist es wichtig, dass mehrere Seelen errettet werden. Bei mir ist es vorgekommen, dass ich enttäuscht wurde. Ich habe sehr lange gebetet, aber dennoch geschieht nichts. Aber während der Pandemiezeit habe ich gespürt, dass die Macht Gottes sehr geholfen hat in meinen Gebeten. Aber erst danach wurde mir klar, dass mehrere Tausende von Menschen, die Gebete mitgesehen haben, geheilt wurden und errettet wurden, die Belohnung Gottes. Ich begann den Herrn zu loben und preisen für seine Belohnung. Auch ihr werdet belohnt. Seid deswegen nicht enttäuscht, denn der Herr hat uns versprochen, uns zu belohnen für unsere Werke. Darum sagt mit Glauben, Herr, ich vertraue dir, dass all meine Werke belohnt werden. Wenn ihr dies sagt, dann werdet ihr auch in Kürze belohnt. Herr, ich danke dir für dein Wort, dass du all unsere Werke auch belohnen wirst. Ich glaube fest daran, dass du dich an dein Versprechen hältst heute. Darum tue ein Wunder in meinem Leben. Amen, Amen.